Gangster bin ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sehr. Jo Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name. Wie auch schon in dem letzten Video gesagt, werde ich das letzte Video splitten und das hier ist der zweite Teil, warum das eigentlich so stressig war, diese Kamera zu bekommen und was uns alles da passiert ist, weil das Ganze ist nicht mehr alleine passiert. Haha, guck mal, wen ich da gefunden habe. Und vorab wollte ich mich einfach mal bedanken. Ich wollte mich einfach mal bedanken für diese krasse Resonanz, die in den letzten Tagen dabei ist. Wir haben jetzt mit dem Kanal 470.000 Klicks diesen Monat gemacht. Ich weiß, das macht der ein oder andere YouTuber am Tag, aber gerade für mich mit 38.000, 39.000 Abonnenten ist das extrem krass, da so eine krasse Zahl stehen zu haben. Klar gibt es auch ein paar Vollidioten in den Kommentaren, wo ich mir manchmal denke, auch dass jetzt wegen den ganzen Projekten und wegen der Kamera jetzt Sonntag kein Shisha-Sonntag gekommen ist, auch weil meine Bowl kaputt gegangen ist. Ihr gönnt mir das. Ey, ihr gönnt mir das einfach. Ohne Scheiß. Ich habe die Kommentare durchgelesen und da waren größtenteils Kommentare dabei wie, ja, gönn dir doch mal eine Auszeit und ja, ist nicht so schlimm, dass jetzt am Shisha-Sonntag kein Shisha-Video gekommen ist. Also es ist ein Video gekommen. Es ist das Video gekommen, wie ich die Kamera jetzt gechanged habe. Ein richtig cooler Vlog, auch nach Kassel. Ploppt jetzt hier nochmal auf, falls du den verpasst hast. So, jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie viel Aufwand das war, diese Kamera zu bekommen. Viel Spaß. So. Ich muss sagen, ich bin mehr als nur absolut zufrieden mit der Kamera und jetzt erzähle ich euch, warum ich solche Augenringe wegen dieser Kamera habe. Wieso habe ich noch ein Headset auf? Übrigens kann ich mich durch mein Handy gerade selber sehen, das ist ziemlich cool. Ja, wieso war das jetzt so krank anstrengend, diese Kamera zu bekommen? Ich sollte das restliche Geld von meinem zweiten Arbeitsauftrag in Belgien von meinem Onkel und Geschäftspartner vor 2 Wochen bekommen. Das Ganze hatte dann Komplikationen und er war nicht erreichbar aus diversen Gründen und ich habe dann beschlossen, scheiße, ich brauche jetzt dieses restliche Geld, um die Kamera bestellen zu können, denn Ihab von der Black Pearl ist zu mir gekommen ins Fitnessstudio und hat gesagt, ey Angel, pass auf, ja, er hat jetzt nicht Angel gesagt, aber er so, pass auf, dann und dann am 14. ist übrigens jetzt, heute, kommt ein Rapper bei uns in die Black Pearl und wir brauchen einen Videoproduzenten und wir kennen nur den Besten, wir wollen nur dich, ey. Ich hab gesagt, alles klar, ich bin dabei. Ich bin mir gerade dabei, auch eine neue Kamera zu holen, damit die beste Qualität, ihr wisst, wie es läuft. Und ja, habe ich halt schon zugestimmt. Somit war der Arbeitsvertrag unterschrieben und ich hatte einen Auftrag. Dann habe ich meinen Onkel immer noch nicht erreichen können und ich hatte immer noch kein Geld für diese Kamera. Und es war nur noch eine Woche bis dahin. Das heißt, da DHL auch gerade Fax macht, hätte ich diese Kamera an dem Tag bestellen müssen. Ich habe ihn nicht erreichen können. Was habe ich gemacht? Notlösung. Ich habe ja noch Gold für schlechte Zeiten. Das habe ich dann verkauft. Das Problem ist, der Verkauf von diesem Gold hat sich für mich absolut nicht gelohnt. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe 200 Euro Minus gemacht. Ich hätte einen viel höheren Betrag bekommen können, aber auf die Schnelle. Ich habe ja gesagt, weil ich brauchte das Geld so schnell wie möglich. Scheiß auf die 200 Euro. Die Kamera wäre mir viel wichtiger gewesen. Und dann war das Problem, finde mal einen Händler in Deutschland, zum Beispiel auf eBay oder so, alleine in Deutschland, der diese Kamera verkauft und dann auch noch eine gute Lieferzeit anbietet. Oh, ich also 2 Tage mit der Queen am gucken, oh, welche Kamera hier, dies, das, und mein Geld war immer noch nicht überwiesen von dem Gold. Das Problem ist, ich habe auch von PayPal auch mein Geld auf die Bank liefern lassen und das am Wochenende. Das heißt, 4 Tage, 5 Tage Bearbeitungszeit wegen Wochenende und dann noch 3 Tage wegen normale Werktagsbearbeitung. Von daher war ich auch ziemlich in der Miese. Ich hatte weniger als die Hälfte für diese Kamera. Die hat jetzt im Endeffekt 3.570 Euro gekostet. Natürlich werde ich mir noch einen Gimbal oder sowas irgendwann mal zulegen, damit ihr auch wirklich wackelfreie Aufnahmen habt und alles. Werde ich noch nachgucken. Egal, das war so stressig. Dann haben wir einen Händler gefunden. Dann haben wir einen fucking Händler gefunden, der in Kippen oder in Kippeln? Kappeln. Ich glaube in Kappeln hat er seinen Standort dieser Kamera gehabt und das ist in einem Warenhaus ganz oben im Norden bei Dänemark. Das wäre von hier alleine 8 Stunden für die Hinfahrt. Ich habe mit dem Typen geschrieben über eBay, ey, ich habe gerade eine Krise, ich bin in Belgien. Das war ja noch das Geilste, ich war ja in Belgien dann an dem Tag noch
mit meinem Onkel und der konnte mir dann nur 1000 Euro überweisen und das war lang nicht genug, um diese Kamera zu bekommen und ich hatte Zeitdruck, ich hatte nur noch 5 Tage Zeit, damit diese Kamera ankommt und ich heute mit dieser Kamera diesen Auftrag erledigen kann. Wir waren dann in Belgien und ich konnte nirgendwo einzahlen. Ich habe ihn aus Duisburg abgeholt, habe gesagt, ich brauche jetzt mein Geld. Er, scheiße, ich habe nur 1000 Euro, die ich dir gerade geben kann und ich habe die dann genommen und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns die wenigstens einzahlen. Wir fahren Duisburg Sparkasse. Ich kann nicht einzahlen, weil der Automat im Arsch war. Weißt du, wie ich meine? Wir waren um fucking 5 Uhr morgens in Duisburg an einem Automaten. Wir haben sogar bis 6 Uhr gewartet, bis dieser Automat sich öffnet. Wir waren insgesamt bei 5 Sparkassen im Umfeld von Duisburg bis hin nach Bochum. Digga, wir sind bis nach Bochum gefahren, um einzahlen zu können. Was sagen die mir dann da? Ja, sie sind nicht Kunde der Bochumer Sparkasse. Sie können hier leider nicht einzahlen. Wisst ihr, wie ich ausgetickt bin? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich ausgerastet bin? Zeitdruck, ich kann das Geld nicht einzahlen. Von PayPal braucht das Geld noch mindestens 4 Tage, bis die Überweisung stattfindet. Und dann, erst dann könnte ich eine Kamera kaufen, die wäre dann nächste Woche angekommen und nicht am 14., wo ich die Kamera brauche. Wir also ungefähr 50 Kilometer umsonst gefahren. Wir haben dann gesagt, scheiß drauf, wir fahren nach Belgien. Und dann, wie gesagt, in Belgien konnte ich nicht überweisen, wegen Transaktionskosten 10%. Hätte ich da dann 2500 Euro überwiesen, hätten die sich dann 250 Euro davon abgeknöpft. Hatte ich nicht so Bock drauf. Dann haben wir einen Händler gefunden. Wie gesagt, der oben in Dänemark, den die Stars Ananas. Und dann habe ich so versucht, mit dem zu reden und habe gesagt, ey, ich kann das Geld gerade nicht überweisen, aber ich brauche diese Kamera. Ich verpflichte mich hiermit, alle Kosten und alles auf mich zu nehmen. Auch hier die Versicherung von dem Paket, wenn du halt noch nicht gezahlt hast, dann muss halt eine Versicherung für dieses Paket da sein. Und die nimmt eigentlich der Verkäufer auf. Und ich habe ja noch nicht bezahlt, von daher hat keiner diese Versicherung gehabt, beziehungsweise der Verkäufer. Somit habe ich dann per E-Mail mit ihm geschrieben, bitte, ich nehme alle Kosten auf mich und ich werde alles bezahlen. Ich lege sogar noch 50 Euro obendrauf für diese ganzen Bearbeitungskosten. Er hat Nein gesagt. Nach 2 Tagen hat er Nein gesagt. Ich also nur noch 3 Tage Zeit. 3 Tage, um diese Scheißkamera zu bekommen. Wer weiß, man weiß es nicht. Die Lieferzeiten von DHL sind ja 1 bis 3 Tage. Von daher war das dann der letzte Tag und meine letzte Chance, diese Kamera zu bekommen. Dann haben wir einen weiteren eBay-Verkäufer gefunden. Der wohnt in Kassel. Der hat seinen Laden in Kassel. Und ich habe dann ihm ein Angebot gemacht, weil er hatte die dann bei eBay drinstehen. Und ich habe dann ihm ein Angebot gemacht. Ey, wie wäre es mit dem und dem Preis? Hat er abgelehnt. Dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Nächster Tag. Und fuck, ich brauche diese Kamera. Er ist der letzte Händler, der die in Deutschland hat. Ich also angerufen, habe gesagt, ey, hier, Preisvorstellung, was können Sie sich da vorstellen, dies, das. Ich habe ihm dann eine höhere Summe genannt, bei der ich schon 200 Euro in die Miese gehe. Und dann hat er gesagt, das kann er nicht machen, aber er überlegt sich's über Nacht. Und ich so, oh nein, wieso denn über Nacht, Mann? Wieso denn über Nacht? Ich brauche diese Kamera doch in 3 Tagen, beziehungsweise dann schon in 2 Tagen. Dann am nächsten Tag, einen Tag vor meiner Rückreise, habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, er wollte einen anderen Preis für die Kamera, einen deutlich höheren. Dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mache das, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche diese Kamera, ich nehme diesen fucking teuren Preis und ich muss die Kamera mir abholen. Das heißt, ich muss nochmal 150 Kilometer nach Kassel fahren, die Kamera abholen und wieder zurück. Das heißt, nochmal Spritkosten obendrauf, Zeitkosten obendrauf und Augenringe obendrauf. Wir also aus Belgien wieder zurückgefahren. Ich war nachts so komplett im Arsch. Ich habe erstmal mein ganzes Geld dann eingezahlt, weil dann konnte ich es ja halt. Dann am nächsten Morgen, wir wachen auf, Digga, ich bin so aufgewacht. Auf dem Weg nach Kassel. Ich habe, wie gesagt, schon den Kauf getätigt, von daher bräuchte ich die Kamera nur noch abholen. Objektiv war schon da. An dem Tag habe ich auch eine E-Mail von einem gewissen iRovi gelesen. Vielen Dank nochmal an dich für diese krasse E-Mail. Ist auf jeden Fall, das war der Wahnsinn, was du uns da geschrieben hast, ohne Witz. Das ist übrigens der Gewinner des Gewinnspiels von der V-Box, die wir auch bald versenden. Aber wir haben jetzt Samstag, von daher kann ich das heute nicht mehr. Ja, dann ging es weiter. Wir sind dann nach Kassel gefahren, haben die Kamera abgeholt und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe insgesamt 700 Euro, auch mit dem Gold und alles, habe ich ungefähr 700 Euro draufgezahlt auf dieses Equipment. Ich musste ja auch noch das Objektiv besorgen und 2 Akkus und ich habe mich damit so vielen Händlern gleichzeitig auseinandersetzen müssen, dass die Sachen pünktlich ankommen, wie angegeben. Und letztendlich hat dann kurz vor knapp alles gepasst. Ich habe 2 Wochen den Stress meines Lebens gehabt. So viel gefahren bin ich noch nie. Ich habe jetzt das Doppelte
an Kilometern auf mein Fahrzeug. So viel bin ich gefahren. Wer es noch nicht weiß, ich arbeite in Belgien, damit das jetzt auch mal geklärt ist. Das war nicht mehr normal. Boah. Und jetzt mit so wenig Schlaf und aber absolute Motivation, weil ich liebe diese Kamera jetzt über alles. Jetzt ist es der 14.10.18:30 Uhr und ich mache mich in einer Stunde auf, damit ich diesen Auftrag erfüllen kann. Ich weiß, das Video hat jetzt Überlänge, aber ihr wolltet ja einen langen Vlog, jetzt habt ihr ihn, ich bin schon komplett durch, Alter. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch die Kamera gefällt, lasst mir doch bitte ein Like dafür, für diesen Aufwand. Ich kann es nicht beschreiben. Abonniert mich kostenlos für weitere Livestreams auf diesem Kanal. Es werden ab Sonntag wieder Livestreams kommen. Bleibt so, wie ihr seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Haut rein, Angel ist raus.